Row is too steep. Too long. Da. Na, das passt immer genau hier. Geht ein bisschen hier durch. Das ist mir jetzt aber ehrlich gesagt Schnuppe. Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen zur nächsten Folge Satisfactory. Ja, es geht weiter bei meinem verrückten Förderband hier. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich über jeden Zuschauer und gerne natürlich auch über Kommentare und Likes. Und wenn du keine Folge verpassen willst, dann das Abo dalassen und die Glocke drücken. So, ich habe ja in der letzten Folge am Ende angekündigt, dass ich überlege, hier noch ein My Reinforced Plates herzustellen zu lassen. Und das habe ich auch gemacht. Das habe ich umgesetzt. Also da steht jetzt noch eine Mine. Hier wird ja, hier werden Eisenstangen produziert. Hier drüben werden Eisenplatten produziert. Ich muss hier mal kurz durchdrängeln. Hier kommen dann die Schrauben und hier ist der Assembler, der also die Reinforced Eisen Plates macht. Jetzt nicht, hier komme ich nicht durch. Gehen wir hier lang. Ja, die werden dann hier. Hier zusammen. Das ist jetzt kein Splitter, sondern das ist ein Conveyor. Wie heißt der? Warte mal. Ein Merger. So, das heißt, der mergt die von da und da zusammen. Da kommt gerade da eine und da kommt gerade keine. Doch, da ruckel. Da kommt eine. Also, es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier super viel kommen, aber es kommen mehr als vorher. Das ist ganz gut. Dann funktioniert das nämlich hier ganz gut. Das heißt, wir haben hier relativ schnell, also haben jetzt 36% Auslastung. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es vorher war. Ab und zu scheint das mal so ein klein bisschen zu haken. Und in der Produktion, also zum Beispiel auch bei den Eisenschrauben, da seht ihr das gerade. Da gibt es immer nach 6 so eine kurze Wartepause. Also die kommen hier nicht durchgängig raus, obwohl ich eigentlich also genug Eingabematerial habe. Also da kommt eine raus und dann ist eine kurze Pause. Das ist komisch, da weiß ich nicht so genau, woran das liegt, aber das ist so, kann ich jetzt auch nicht ändern. Kann ich auch nichts machen. Also das Produktion läuft so weit und so gut es geht. Ja, hier ein Eisenplatte, da Eisenplatte, da kommt die nächste. Hier müsste jetzt auch gleich eine rauskommen, denke ich zumindest. Oder auch nicht. Also, ja, das läuft so. Hier die Schrauben, hier habe ich auf dem MK2 Förderband umgestellt. Bis da in diesen Splitter rein und bis da rein, sodass das auch etwas optimierter laufen sollte. So, das habe ich nachletzte Mal im Off gemacht. Und jetzt gehen wir einfach hin und machen hier die nächste Freischaltung, nämlich die Steel Production. Und ich habe schon ganz viel Zeug dafür zusammengesammelt, müsste eigentlich auch genug haben, um das zu machen, zu verkönnen. Und wir brauchen noch da Motoren. So, und dann können wir sagen, Launch. Und dann gucken wir mal, was es Neues gibt. Milestone reached. Steel production unlocked. Foundry and improved miner included to ensure efficiency of new pipelines. A collection of new, more complex parts is now available for crafting. Okay. So, du düst mal los, okay. Und wir gucken mal, ob wir hier was haben. Steel Ingot, Steel Beam, Steel Pipe, Enceased Industrial Beam, Restator. Okay, haben wir eine Menge. Gibt es hier irgendwas Neues? Nee, da hatten wir nur den Xenobasher von letztem Mal. Und dann gucken wir mal. Wir haben den Miner MK2 und die Foundry. Smelts 2 Resources into. Also der scheint mehr zu verschmelzen, wenn ich das richtig verstehe. Und der Miner MK2 auch. Der macht 60 Ressourcen pro Minute, der macht 120. Das heißt, man könnte. Man könnte da, wenn man sagt, man hat jetzt. Engpässe, dass die Minen nicht genug liefern, was ich aber fast nicht denke. Ich gehe hier mal kurz gucken. Also da hinten sowieso nicht. Beim Kupfer, das läuft sowieso ohne Probleme.
Und ich glaube, auch hier sind jetzt nicht die Minen, die den Engpass haben. Weil hier, der ist voll. Ach so, das ist hier der... Das hier. Ja. Der ist jetzt nicht voll, aber produziert trotzdem 100%. Ja. Das heißt, man könnte natürlich jetzt hingehen und mal wieder, ihr ahnt es schon, optimieren. Ja, und sagen, ich nehme mir hier größere Schmelzen, die mehr schmelzen können. Warte mal, steht da was da? Nee. Ich brauche halt nur das ganze Zeug dafür. Und da weiß ich, muss ich jetzt erstmal rausfinden, wo ich das herkriege überhaupt. Also diese Ressourcen, was ich dafür machen muss. Ja. Ist das... Gibt es da einen Constructor was? Den gucken wir mal kurz. Steel Beam, okay. Steel Ingots. Das heißt, ich brauche erstmal Stahl überhaupt. Und Stahl ist eine neue Ressource, so wie ich das verstehe. Und dann Encased Industrial Beam und Stator. Die brauchen Zement, okay. Und Motoren brauchen Rotoren und Stator, okay. Juhu. Das heißt, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wo Stahl ist. Wenn ich es richtig sehe, oder? Oder wird es aus Eisenerz gewonnen? Also wo kriege ich den, wie kriege ich den jetzt Steel Ingots raus? Warte mal, normalerweise im echten Leben würde ich vermuten Eisenerz und Kohle, aber ich bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Steel Ingots braucht Eisenerz und Kohle, tatsächlich. Das heißt, ich brauche Kohle, die ich momentan in die... Die Kohle, die ich momentan aktuell nur in die Kohlekraftwerke bastle, brauche ich jetzt hier. Muss ich jetzt hierher transportieren lassen, um damit Stahl herzustellen. Das wird ja lustig. Leute, das wird ja ein Akt. Ja, das könnte man dann hier hinten machen, dass man hier hinten jetzt hingeht und hier dann die von da oben da runterzieht. Das wird ja echt ein Akt. Oder ich muss hier noch irgendwie nochmal dann hier die Stahlproduktion vielleicht hier oben machen. Weil da habe ich ja dann wieder so ein unglaublich komplexes Ding mit allem Möglichen zusammen. Hoho! Ich würde mal sagen, wir gucken erstmal, was wir haben. Warte mal. Für die Förderbänder werden wir unglaublich viel brauchen. Wir werden brauchen diese Poles von Hamwa. Wir werden brauchen einen Miner vermutlich nochmal. Können wir machen. Und wir werden brauchen... Ne, erstmal Förderbänder und Miner. Genau, ich guck mal kurz, ob ich nochmal ein paar Stahlplatten mitnehme. So ein Stack. Und dann gehen wir diesmal mal zu Fuß darüber. Und dann können wir auch mal den neuen Xenobasher ausprobieren. Ich glaube, Förderband macht sich einfacher, wenn ich da zu Fuß gehe. So. Ich nehme mal jede Menge mit. Also ich werde schon jede Menge brauchen. Was wir hier lassen ist, beziehungsweise einmal umwandeln, ist das hier. Und dann in Biofuel das Ganze umwandeln. Dann lasse ich das Biofuel nämlich hier, beziehungsweise nee, ich nehme schon einen Stack mit für die Kettensäge. Auf jeden Fall. Lass aber den Rest mal hier, weil sonst bin ich da etwas vollgepackt. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, Biomass, Dump und das nach da und das Holz nach da und hier machen wir mal den
führen. So. Okay. Kohle und Eisen. Bin ja mal gespannt. Dieses andere, dieses Cadmium. Caterium. Oh, das muss ich auch noch finden. Da muss ich auch noch gucken, wie ich da rankomme. Das war ja auch noch so eine Sache. Sammeln wir noch ein paar Berries ein, falls wir uns mal heilen müssen zwischendurch. Und dann laufen wir jetzt da mal rüber. Eigentlich ist es gar nicht so weit. Man könnte sogar fast überlegen, ob man von oben runter hopst. Hier ins Wasser hopst. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, geht das jetzt genau. Das geht jetzt hier runter. Da unten, ich weiß gar nicht, wann man sieht, da unten ist dann meine Kohlenproduktion da hinten. Da ist die, sind zwei Kohlenstellen und ich glaube, ich habe erst eine genutzt. Oder ich nutze aktuell erst eine. Das heißt, die zweite könnte ich dann tatsächlich, hier steht ja die Stromleitung, das ist meine Hauptstromleitung. Also die, wenn die kaputt geht, dann ist ganz schlecht. Dann funktioniert nämlich gar nichts mehr. Man muss sich mal gucken, wie ich den Förderband von da unten da hochkriege. Tada! So, hier waren so ein paar Viecher, die waren nicht ganz so nett. Deswegen bin ich hier eigentlich meistens mit dem Traktor dann lang gefahren. Aber ich denke fast, ich werde es einfacher haben. Das hier per das Förderband hier zu Fuß zu verlegen. Also noch sehe ich gerade kein Viech. Genau, hier ist die Kohlenproduktion. Die warten wahrscheinlich, bis ich angefangen habe und dann kommen sie aus dem Hinterhalt. So. Und hier haben wir halt noch ein zweites Kohlending. Und das könnte ich sozusagen jetzt nehmen und nach oben befördern lassen. Hier, die sind auch zum Teil übertaktet. Ach, warte mal, hier ist ja auch noch Kohle drin. Die ist sogar voll. Ich überlege gerade. Wird nur halb genutzt. Aber ich glaube, wie, warte mal, wie viel macht Kohle erzeugten die? 60 pro Minute. Also das verteilen wir ja schon auf Kraftwerke und wie ich es richtig sehe, brauche ich aktuell auch noch kein viertes. Das können wir alles noch so machen. Okay. Also machen wir jetzt hier erstmal einen Miner hin. Machen den ungefähr da, geht's raus. Ja, und machen Strom. Strom, Strom, Strom. Kriege ich von irgendwo her Strom? Ich brauche irgendwo nochmal einmal eine Powerline für Strom. So. So. Und dann muss ich einen Förderband machen. Und zwar. Ich glaube, das ist nur der Miner, der jetzt hier gerade Geräusche macht. So, ein Förderband. Das muss ich bis da hochkriegen. Und darüber und überhaupt. So. So, und wir nehmen aber das normale Förderband. Ich hoffe, ich habe genug Zeug, ey. Das, guck mal, das passt doch hier genau durch. Ihr könnt natürlich auch auf dem Förderband mitfahren. Das ist schon ganz praktisch. So. Dann gehen wir mal hier lang. Und gucken mal so weit wie möglich das ziehen. Conveyor belt is too long. Da. Ja. Und weiter.
So. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier auch quasi da hochgehen können. Ich würde nämlich gerne das so bauen, dass ich hier mit dem Traktor immer noch durchfahren kann. Ich weiß nicht, ob das zu lang ist. Warte mal, ich will mal kurz gucken, bis wo ich komme. Das ist schon zu lang. Bis hier. So. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Yep. Weil ich muss ja da hoch. Also macht es gar keinen Sinn, das irgendwie jetzt niedrig zu bauen. Und dann kann ich nämlich hier unten durchfahren. Das ist ganz sehr hilfreich, glaube ich. Kann ich einen Conveyor Pole im Wasser stellen? Eigentlich würde das gehen. Was ist denn, wenn wir den hier hinstellen? So. Und den dann schon ein bisschen drehen. So. Passt das? Nein, passt nicht. Mist. Passt nicht, passt nicht, passt nicht. Ah, Mann, 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 Mann. So, wo war denn das? Irgendwo hier so. Dümp. So. Guck mal, da wird schon die Kohle produziert und verschifft. So, jetzt gucken wir mal, wie weit können wir dich ziehen. Können wir dich das darüber? Nee. Das heißt, ich muss hier irgendwo im Wasser nochmal einsetzen. Also jetzt so ein bisschen Freischnauze hier, ja? Okay, das müsste jetzt bis drüben reichen, denke ich mal. Ich überlege gerade, wenn ich hier einen Pol mache und den hochsetze, das wäre, glaube ich, besser. So. Und dass ich dann hier auch versuche, gleich hochzukommen. Also hier gar nicht, mal kurz ein bisschen Platz machen, gar nicht hier unten lang gehe, sondern gleich mit einem Pol da oben hingehe. Irgendwo da, wo ich hinkomme. Kann sein, dass ich da hochlaufen muss zu und das von oben machen muss. Wir gucken mal. Wenn ich hier noch ein Belt-System zwischenmache, es sei denn, ich mache es wirklich hier ganz außen. Weil sonst komme ich hier mit dem Traktor ja gar nicht mehr lang. So. Gucken wir mal. Wo bist denn du? Genau. Na, vielleicht geht das ja doch. Du weißt doch hier lang. So. Conveyor belt is too long. Da! Passt es. Wunderbar. So, weiter. Floor is too steep. Too long. Da. Na, das passt aber genau hier. Geht ein bisschen hier durch. Das ist mir jetzt aber ehrlich gesagt Schnuppe. Ja.
Sonst werde ich hier nie fertig. Also wenn ich hier noch schön machen will, dann... So, irgendwo muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich rankomme. Da. Ja, ich muss ja irgendwo erstmal an den rankommen. So. Das ist wahrscheinlich zu weit da drüben. So, machen wir so. Und dann machen wir das Ganze nach da. Das da oben draufsetzen, das wäre lustig. Jump. Bringe ich schon Kohle an? Eigentlich müsste doch schon Kohle ankommen, oder? Wundere mich gerade, dass hier noch keine Kohle da ist. Stimmt irgendwas nicht? Haut irgendwas nicht hin? Da, hier kommt sie. Langsam, aber sicher kommt sie. Ich glaube, wir haben auch schon so die Hälfte der Strecke haben wir schon oder so. So, jetzt machen wir hier weiter. Hier fährt man natürlich lang. Das heißt, hier muss ich. Guck mal. Muss ich gucken. Das ist, glaube ich, nicht so ganz so gut. Hier gucken wir mal, dass wir den Pole hochsetzen. So. Dass man hier im Zweifelsfall auch drunter durchkommt. Ja. Pole. So. Aber das ist jetzt nicht so weit. Nicht zu weit. Ne, geht. Gut. So. Und dann... Wartet mal. Pass, reicht das von der Länge oder ist das zu weit? Too long. So. Jump. Und dann können wir jetzt da hochgehen. Jetzt müssen wir kurz orientieren. Ich muss darüber. Also hier neben. Und dann können wir hier runter. Da dump. Nee. Nochmal. Na. So, ein bisschen drehen, dass wir gleich die Richtung kriegen. Genau, so sieht das doch gut aus. So. Nach da. Und jetzt muss ich mal überlegen, wo ich das mache. Versuche ich das hier aufzubauen. Also sprich hier einfach das Zeug wegzunehmen. Und Kettensäge. Weg. So. Das vielleicht hier auch noch. Und dass wir hier... Putsch. Aber wieder, dann haben wir nicht das ganze Zeit das Kettensägengeräusch. Da kommt schon die Kohle, dass wir jetzt hier den Bereich nutzen, um
diesen Stahlproduktion anzufangen. Das ist ein bisschen uneben, das ist ein bisschen schwierig, ich weiß. Aber ja, wenn ich jetzt das Kohlenband sonst wohin ziehe und dann gar nicht damit anfangen kann, weil und so weiter. Ich muss nur irgendwo Platz lassen, dass ich mit dem Auto durchfahren kann, mit dem Traktor. Das muss ich berücksichtigen. Also so wie ich es da auch gemacht habe, irgendwas hochbauen, wo ich drunter durchfahren kann. Aber ansonsten denke ich, werde ich das, sonst hier gerade zappeduster. Irgendwas war doch Taschenlampe, V. Ja, genau, Taschenlampe anmachen. Da kommt nämlich meine Kohle. Und dann werde ich hier mit der Kohleproduktion anfangen. Und gucken, dass wir auch entsprechend die Miner hier erhöhen, dass die mehr liefern, weil ich brauche ja dann wahrscheinlich, muss der dann das Gesamte hier machen und der muss dann, nee, wobei das sind ja zwei oder drei, nee, drei oder vier sogar, dass ich hier noch das für die Kohlenproduktion mit abzweige. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.